Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe Landsleute. Um eins klarzustellen, das hat ja schon mein Kollege Oberreiner gemacht, Nord Stream ist für uns keine Frage, da stehen wir hundertprozentig dahinter. Eine Stiftung für Klimaschutz lehnen wir im Prinzip ab, aus den Gründen, weil wir eine verfehlte Klimapolitik nicht unterstützen wollen. Verfehlt halten wir sie deshalb, nicht weil wir gegen Klimaschutz sind, sondern weil Klimaschutz, um das in wenigen Worten zu sagen, auf den Punkt zu bringen, ein globales Problem ist. Wir sind mit 2% weltweit am CO2-Ausstoß beteiligt und agieren so, als ob wir mit unseren Maßnahmen die Welt retten könnten. Es ist schwierig, und das schafft ja kein anderes Land, zugleich aus der Kernenergie und zugleich aus der Kohle auszusteigen und dann zu glauben, man könnte wirtschaftlich vernünftig letztlich nur noch mit den erneuerbaren Energien leben. Wir haben die höchsten Strompreise und, das kennen Sie alles. Also ganz klar die Position meiner Fraktion, eine Stiftung für Klimaschutz lehnen wir ab. Trotzdem sind wir natürlich in der Zwickmühle, weil uns vorgetragen wird, das ist alles sehr knapp und sehr kurz, und wir konnten trotz der erfreulichen Erörterungen und Hinweise von Minister Pegel, sind wir natürlich im Grunde schwach informiert von gestern Abend bis heute. Sind wir in der Zwickmühle, weil uns erzählt wird, dass diese Stiftung notwendig sei, Nord Stream zu retten. Und da wundere ich mich schon, wie von gestern Abend bis heute dann wundersam plötzlich diese Dinge erklärt werden. Also ich habe irgendwo mal gelesen, oder ich sage es auch so, Politiker und Juristen, glaube ich, können alles erklären. Jedenfalls tun sie, als ob sie alles erklären können. Es ist einfach nicht glaubwürdig, dass diese Stiftung, ich will ja gerade sagen, ich mache das nicht so ganz mit, dass diese Stiftung nun wirklich Klimaschutz motiviert ist. Also der ganze, wenn man das auf den Tisch käme, stellen Sie sich noch ein gerichtliches Verfahren vor. Man kann es übertragen beim normalen Zivilprozess. Sie kriegen sowas auf den Tisch. Die Motivation ist sonnenklar, die Unterlagen sind klar. Das Ganze wird gegründet, um doch noch Nord Stream irgendwie hinzukriegen. So, und wenn das so ist und es wirklich notwendig wäre, und deshalb sind wir in der Zwickmühle, dann stehen wir ja dahinter. Das hat mein Kollege Oberreiner ja gesagt. Aber mich überzeugt das nicht. Die Amerikaner, da brauche ich auch nicht zu vertiefen, setzen knallhart ihre Interessen durch. Und dass die auch, wer sagt das heute, die Bild-Zeitung lesen und das alles mitkriegen hier, werden sie keine Schwierigkeiten haben, das als, ich sag mal so überspitzt, als eine Mogelpackung zu entlarven. Und sie werden auch rückwirkend, dann haben sie mit der Rückwirkung auch kein Problem, wenn sie ihre Sanktionen da auch drauf erstrecken. Dessen bin ich mir sicher. Wenn dieses Land es wirklich will, dann wäre hier ein Punkt, wo man auch das Verhältnis zu Amerika an der Stelle, und da ist jetzt der Präsidentenwechsel, den die Chance ja nicht so schlecht, auf den Prüfstand stellen müsste, jedenfalls diesen Punkt klären müsste. Da müsste man den vollen Rückhalt der Bundesregierung haben. Und wenn dem so wäre, der scheint nämlich nicht zu sein, wenn der so wäre, dann würde nicht die Verantwortung für Nord Stream jetzt allein dem Land MV aufgedrückt. Da müsste die Bundeskanzlerin sich Grad machen mit Rückgrat und müsste den Amerikanern verklickern, dass, wenn die Beziehungen sich nun ändern wollen, dass sie mit diesen Sanktionen aufhören müssen. Denn sie sind ja rechtswidrig, da sind wir uns ja alle einig. Und da die Amerikaner beknallhart nochmals ihre Interessen durchsetzen, wird diese Stiftung, das meine Prophezeiung, überhaupt nichts fruchten am Ende. Und bisher haben wir keine Erklärung bekommen, dass diese Stiftung wirklich der einzige Weg ist. Der Staat hat viele Möglichkeiten. Er kauft ja auch Impfstoff ein, er schafft Subventionen. Also natürlich hätte auch von staatlicher Seite und sei es über eine irgendwie kreierte Firma, hätte man bewirken können, dass die Materialien, die geht es ja, es sollen ja die Sachen herkommen und im Grunde gelagert werden, die dann für den weiteren Bau notwendig sind. Das alles hätte auch von staatlicher Seite direkt erfolgen können. Und dass es nicht geschieht, ist für mich ein deutliches Signal, dass Berlin, und da gibt es ja genug Gegner, Röttgen ganz oben an, dass Berlin nicht dahinter steht. Und das ist das eigentliche Problem. Und wenn Sie das glauben, mit der Stiftung lösen zu müssen, dann wünschen wir Ihnen Glück. Aber da es auch, ich habe diese Zwickmühle beschrieben, da das so ist, können wir unseren Beitrag nur in der Weise leisten, dass wir uns der Stimme enthalten. Denn überzeugend ist das Projekt nicht. Vielen Dank.